Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge haben wir uns den letzten Orden geholt von Volkner, den achten Orden, haben gegen, ja, schwache Pokémon gekämpft, glücklicherweise. Ab der nächsten Nuzlocke Challenge gibt es das nicht, da gibt es nur noch vollentwickelte Pokémon ab einer gewissen Stufe und, ja, wir haben einen Wablu gefangen, das entwickelt sich zu einem Altaria, das wäre Level 46, aber ich habe mich dagegen entschieden. Es ist keins, was wir brauchen würden. Wir haben mit Mother und mit Timekeeper zwei Pokémon, die Drachenattacken können. Wir haben dazu mit Magier Pokémon gegen Kampf. Wir haben mit Fire Dog Pokémon gegen Pflanze. Also wir sind da ausgerüstet und es würde uns nichts bringen. Wir sind auf dem Weg, ja, zur Siegesstraße. Der nostalgische Vorbereich, nein, nicht nostalgisch, der obligatorische Vorbereich von der Pokémon-Liga und ja, schön wird's nicht. So, ich will weg von dieser Frau, die da hinten will ich auch nicht sehen. Ich möchte keine Kämpfe machen, ich spare mir diese Trainer später für einen Kampf auf, aber jetzt möchte ich nicht gegen die Leute kämpfen. Wahrscheinlich werde ich hier gleich gegen einen kämpfen müssen. Danke. Wer möchte denn mal? Wer soll denn mal hier trainieren? Ja, Reborn, das stimmt, aber der kommt nur, wenn's passend ist. Mother. Ja, die Siegesstraße. Ich habe keinen Zertrümmerer mittlerweile, also würde ich mich sehr ärgern, wenn wir Zertrümmerer brauchten würden, um voranzuschreiten. Aber jetzt gucken wir erstmal hier drauf. Ein Rihorn, das wäre tatsächlich was gewesen für Reborn, aber woher soll man denn sowas auch immer wieder wissen? Level 38, das ist tatsächlich sehr, sehr fair. Wir machen Lawine. Och, und das stört mich nicht. Grimasse. Lawine ist immer eh besser als zweiter Angriff, deswegen passt das so. Ich möchte mich mal anlehnen. Ah, das ist ein bisschen entspannter. Ihr seht mich noch. Ich mache das mal ein bisschen so. Ich will nämlich ein bisschen besser sehen. Ja, es macht nicht so viel Schaden, weil er uns vorher keinen Schaden gemacht hat. Vielleicht ändert er ja mal. Ja, das sieht schon mal besser aus. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich viel verlieren möchte. Das geht. Und ich denke mal, die nächste Lawine wird ihn begraben. Macht dann doppelt so viel Schaden. Heißt 120 insgesamt. Und das gefällt uns. Lepumentas. Lepumentas. Oh shit, was war denn das? Lepumentas. Lepumentas. Ich weiß es gerade nicht. Nicht dieses Teil. Da hätte ich jetzt lieber Fire Dog genommen. Was kann denn das? Oh ja, Antikraft. Was auch sonst. Ich bleib mal bei Lawine, einfach weil ich jetzt damit tatsächlich gerechnet habe, dass er uns Schaden macht. Lepumentas. Ne, Moment. Oh, war cool. Ich habe jetzt gerade Lepumentas mit Forstelka verwechselt von der vom Anime her. Forstelka, nicht Lepumentas. Deswegen war ich wahrscheinlich sehr verwirrt. Es tut mir leid, Freunde. Das letzte Pokémon. Ein Blanas. Könnte eigentlich bleiben, oder? Ah, nö. Magier? Nein, 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 nein. Magier werde ich behutsamer trainieren müssen. So, Blanas Time. Schön. Flammenwurf ist noch schöner sogar. Also wenn das nicht reicht. Ja, meine ich aber auch. Das wäre schon sehr merkwürdig gewesen. So, das war's mit Blanas. Das bringt 1300 fast. Für ein Blanas. Krass. Weiter geht's. Oh, ein Doppelkampf. Nee. Hier kommt gleich einer uns entgegengeschwommen, oder? Ah, so macht die Frau das da also. So. Fast. Da ist ja Angler. Ey, ein Ball? Eine Perle. Ich glaube... Warum rede ich so? Eine Perle, das heißt, kann man verkaufen, glaube ich. Oder? Tschüss. Wir kommen noch... Ich werde die alle im Rahmen des Trainings besiegen. Ich, nochmal, das Versprechen. Sollte ein Pokémon sterben, werde ich meine Sachen hier einstecken und die Folge aufnehmen, weil ich habe was verreckt. Es ist eins verreckt. Oh.
Oh. Was? Hallo, Wablu, wir haben dich doch schon gesehen. Ach so, weil Mother vorne ist. Okay, jetzt wird ein Schuh draus. Ich wollte doch Dialga nach vorne stellen. So, ich hoffe, ich muss nicht gegen diese Frau kämpfen. Ich will einfach noch nicht. Ich glaube, wenn ich selber trainiere, dann bin ich auch ein bisschen konzentrierter, weil ich meine, ich kann mich dann nur auf das Trainieren konzentrieren. Und ich habe dann auch mehr Zeit und ich muss nicht dauernd so rumlabern. Freunde, das ist ein episches Battle. Jetzt will ich mal kurz was testen. Das ist ein Arceus, Gottheit und so. Es ändert seinen... Okay, da habe ich eine Idee. Wir setzen Drachenklauen ein, damit es zu Drache wird und danach machen wir den Zeitenlärm. Ja, das ist mir jetzt gerade auch bewusst, dass der... Okay, das zieht zum Glück nicht so viel ab. Jetzt wird zu Typ Drache und jetzt machen wir den Zeitenlärm. Wir ziehen ganz schön viel ab, so macht den Zeitenlärm. Ganz, ganz flott, bitte. Das ist gar kein Problem. Das ist sehr, sehr nett, dass du das machst. Zeitenlärm! Und ich spuck die Tastatur an! Hä? Ich dachte, es wird dann zu Typ Drache. Ah, dann habe ich mich wohl geirrt. Ist auch nicht schlimm, es ist kaputt. Haben die mich jetzt erschreckt? Ein Arceus. So eine pumpelige Schwimmerin. Pumpelig? Ich erfinde Wörter. Pingelig, pummelig, das würde ja alles nicht zutreffen. Kann ich jetzt bitte zu diesem verdammten Wasserfall? Dankeschön. Pokémon-Liga! You know what that means? Obwohl, gibt's hier keine Siegesstraße? Doch, da ist sie doch. Oh. Ah. Warte mal, Pokémon-Liga? Oh, ich erinnere mich da sehr gut dran. Gibt's nicht am Ende dieser Höhle noch einen Rivalenkampf? Freunde, Pokémon-Liga. Und da ist Wasser. Und das heißt, wir schnappen uns noch ein Pokémon. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das am besten? Angeln wir? Nö, wir nutzen Surfer. Es würde ja wohl wahrscheinlich nicht schon wieder ein Wablu sein. Los, wer befindet sich oben auf dem Wasserfall? Keiner? Ach so, nee, hä? Ein Ammonitas, / Amoroso, seine Weiterentwicklung. Wir benutzen es zum Training. Oh, selbst dieses pingelige Training ist schon nervig genug. So, nochmal bitte. So, jetzt aber. Amoroso hilft uns nichts. Ist schade, aber ist aber auch nicht schlimm. Gut, damit kriegt Reborn noch so ein Level-Up. Kann man doch durchaus gut gebrauchen. Und wir stürzen uns in die Siegesstraße. Die werden wir in dieser Folge, glaube ich, Sorgensamen. Was ist das? Warum sollte man sowas machen? Warum sollte man wollen, dass ein Gegner nicht schläft? Ja gut, bei so Relaxo und sowas, damit er nicht dauernd Erholung einsetzt. Aber das wäre auch das Einzige, wo ich es mir vorstellen könnte. Oh, Freunde, ich habe richtige Bedenken hier in diesen Räumlichkeiten. Ach, ich war noch nicht beim Pokémon Center, im Pokémon Center drin. Okay, Freunde. Ja, es gibt ein paar Mandatory Fights in diesen Räumlichkeiten, also ein paar Kämpfe, denen wir nicht ausweichen können. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, es gehört ja dazu und trainieren muss ich ja sowieso und so weiter, aber... Das wird scheiße. Das wird beschissen. Ich hoffe mal, wir verlieren hier kein Pokémon. Nach der Siegesstraße und vor der Pokémon-Liga werde ich dann...
trainieren und dann kommt die allerletzte Folge und ich werde das an einem Stück durchziehen. Das heißt, ihr könnt euch auf eine allerletzte XXL-Folge freuen, denn ich mache alles an einem Stück. Wir haben hier... Scheiße, ich kann ja was fangen! Ich kann was fangen! Freunde, ich krieg dieses Pokémon nicht. Das ist einer der Pokémon der Seen. Das ist, glaube ich, der See der Stärke. Freunde, wir haben die Chance, weil das die Siegesstraße ist, ein Tobutz zu fangen. Und mit Chance meine ich eine minimale Mini-Chance. Ich glaube, diese Pokémon zu fangen ist extrem schwer. Es ist Typ Psycho, glaube ich, oder? Ist ein Spukball, glaube ich, eher ungeeignet, oder? Freunde, das wäre natürlich ein Riesenhit, aber ich glaube da never ever dran. Wir müssen ihn irgendwie schnell in den roten Bereich kriegen. Ich werde einmal im grünen Bereich, im gelben Bereich versuchen. Krass, ein Tobutz. Das wäre natürlich dann nochmal was Krankes. Das hätten wir dann drei Legendaries. Hätte, hätte, Fahrradkette ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Okay, ja. Nächsten GIF ist am roten Bereich. Wir haben also noch, wir haben jetzt also genau zwei Chancen. Zwei. Nie im Leben. Wie hoch ist die Chance? Wie hoch ist die Chance, sowas zu fangen? Das würde ich echt gern mal wissen. Bitte keinen Aufrufvolltreffer, sonst wird es hier nochmal knapp mit Fire Dog. Alles gut. Moment, stopp, stopp, stopp. Wenn der jetzt irgendeine beschissene Attacke macht, dann war es mit Fire Dog. Ich versuche sie jetzt zu fangen. Es klappt nie im Leben. Ja! Es hat wirklich funktioniert. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin wieder da, sorry, es kam jemand gerade rein. Nicht, weil ich geschrien habe, sondern einfach so, ist ja auch egal. Wir haben einen Tobutz gefangen. Wir haben einen Tobutz gefangen! Okay, vielleicht raste ich auch einfach so aus, beziehungsweise es ist nicht so stark, aber hey, it's a legendary. Spitzname, ja. Ich nenne ihn, weil es einfach... Es ist ein Wunder. Und da Wunder nicht so geil klingt, nenne ich es auf Englisch Miracle. It's a miracle, dass wir sowas fangen konnten. Vielleicht ist es ja auch so, dass ein Toxin selber nochmal ein bisschen stärker ist als ein normales Gift selber. Wir haben ein Tobutz. Freunde, das glaube ich nicht. Timekeeper, du bist an erster Stelle. Ja, jetzt ist die Frage. Es ist, glaube ich, Psycho. Und da stellt sich die Frage, ob wir... es für Magi ersetzen, weil es ist ja hier unser Psycho-Pokémon. Oder ob wir Bisaflor rausnehmen. Wir werden schauen, was es noch so kann. Reingeguckt. One does not simply. Ich bin völlig fertig. Damit hätte ich nie gerechnet. Weil ich habe diese Pokémon in Erinnerung, dass man die einfach kaum fangen kann. Bewegen. Wir wollen Miracle erstmal anschauen. Nein. Geh runter. Hand, lass ihn los. Es ist Psycho, damit, das wussten wir ja. Und es hat so Bullshit-Attacken. Gibt's Psychokinese hier? Oh. Hammer. Freunde, es wäre ein Crime, wenn wir die nicht mitnehmen. Da weiß ich jetzt aber echt nicht, wen wir rausnehmen sollen. Wisst ihr, wir haben schon... Sind denn zwei Psycho-Pokémon wirklich nötig? Ich will... Kann ich nochmal drauf gucken, bitte? Ja, ich tue Reborn raus. Ich tue Reborn raus. Weil ich mir einfach denke, ja... Keine Ahnung. Bisaflor kommt raus. Wir können es ja immer noch ändern. Aber das Tobutz nicht mitnehmen. Und wir haben, glaube ich, noch etwas, was Psycho-Attacken weiter stärkt. Deswegen werde ich... Das war auch irgendein Rauch. Das hier, genau, Schrägrauch. Oh, Freunde, wir haben einen Tobutz. Und der hat auch einen guten physischen Angriff. Und das heißt, er kann diese komische Psychoklinge erlernen, hoffentlich.
Moment, stopp, Psychoklinge war ja, was Kadabra beim Level Up gelernt hat. Dann nicht. Psycho Plus bringt mir nichts. Ein Ladestrahl bringt mir auch nichts. Ein Blizzard. Warum sollte ich ihm ein Blizzard beibringen? Wer kann denn das überhaupt lernen? Timekeeper. Hui. Matschbombe. Ein legendäres Pokémon macht Matschbombe. Ja gut, hätte mich auch gewundert. Ladestrahl, Quatsch. Ist wieder Käfer, ein Steinhagel. Nee, das bringt nichts. Über Turbos werde ich mich informieren. Wir werden es auch nicht erstmal nicht trainieren. Also, wir brauchen es nicht trainieren. Ja. Ich bin immer noch völlig geschockt. Da hätte ich nie im Leben gerechnet. Okay, wir wollen... Oh, ich hoffe, Dialga lenkt die Pokémon ab. Wenn nicht, dann müssen wir eben das Schutzband geben. Boah, wo geht's hier lang, ey? Hier gibt's doch bestimmt auch... Hier gibt's doch bestimmt Erdbeben irgendwo, oder? Hier gibt's doch bestimmt Erdbeben. Freunde, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich gehe jetzt den Weg, wo ich denke, dass er passt. Ich glaube, ich kann mich an diese Lehrerin, an diese Trainerin da erinnern. Wow, ein Tobutz. Wisst ihr, beim Tobutz ist da das Interessante, er hat einen enorm hohen physischen Angriffswert. Das heißt, der könnte sowas wie den Fokusstoß, dem ja damals ein Razzaf beigebracht hat, den könnte er gut lernen. Und dann wäre er optimal gegen Normal-Pokémon. Das wäre schön. So, Fire Dog, deine Feuerbrunst wird benötigt. Ich hoffe mal, ich ziehe die Hälfte ab. Wir haben 3 Legendaries im Team. Damit hätte ich nicht gerechnet. 3 Legendaries, dafür ein Starter weg. Ich hatte... Also mein Lineup damals war nicht so gut. Huhu! Brennen! Oh! Ja, hopp, Dialga, komm! Ah, Tobutz darf sich beweisen. Miracle! Ja, Miracle, das Blöde bei dir ist, du hast leider keine guten Attacken. Du hast die Aufruhr. Mach das mal. Okay, es reicht zwar jetzt noch nicht, aber er bekommt ja jetzt... Muss das sein? Hallo Entei, schön, dass du wieder da bist. Ah, gut, er brennt sich nun zu Tode und sieht gut aus. Was kommt übrigens jetzt? Das dürfen wir nicht vergessen. Glumanda! Mohun! Also, die Sache ist, Mohun bzw. Sumpex lernt Erdbeben selber. Das heißt, wir hätten noch einmal Erdbeben frei, sowas wie für Mother. Das wäre natürlich top, denn Mother hat ja auch Pudersand. Boah, ein Level 48er Glumanda, ey, das ist ja schon heftig und er fängt auch an. Also, ich muss meine Pokémon mindestens bis Level 50 leveln und selbst dann bin ich, glaube ich, unterlevelt, weil ich glaube, die Endtrainerin hat irgendwas im 60er Bereich. Oh, ich glaube, ich werde viele Stunden dafür opfern, aber ich mache das. Ich mache das gerne, weil ich will einfach eine wunderschöne letzte Folge haben, die einfach nur mega gut ist. Mega krass und mega spannend und alles. Spannend wird sie ja leider. Das war's mit Brunhilde. Wir brauchen einen neumodischen Namen für unser Kind. Ja gut, nein, ich mache jetzt keine Namensdiskussion. Jeder Name ist toll. Nicht jeder. Scheiße, wir machen Folgendes. Wir machen ganz einfach Folgendes. Unser, bitte. Ah, Miracle kann's nicht lernen. Wir brauchen hier Zertrümmerer, so wie ich das sehe. Okay, wir machen Folgendes. Ich bringe Mother den Zertrümmerer bei. Oh. Für Schaufler. Ich weiß, wir benutzen Schaufler, aber wir werden später... Es gibt die TM. Erdbeben irgendwo. Das weiß ich. Deswegen werden wir ihm die dann später beibringen. Zertrümmerer vorher verlernen wieder. Das geht ja alles ganz gut. Deswegen, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. So, wir müssen es benutzen. So was Nerviges. Ultra nervig. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, das wird jetzt
Ich hoffe, ob wir bis zum Ende kommen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Da hinten rechts ist so ein komischer Trainer. Sieht nach so einem nach einer uralten Legende aus. Danke. Oh, da bringt es nichts. Sag mal, Moment mal. Das sieht mir da unten eher nach... Hallo, Blanas. Ach, Fire Dog ist an erster Stelle. Ich dachte, Dialga. Es tut mir leid. Ja, ich weiß. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Gut, Dialga bitte. Timekeeper bitte an vorderster Front. Danke. Dann kommen auch nicht so viele wilde Pokémon. Kommen überhaupt keine wilden Pokémon. Ich möchte gerne diesen Weg hier fahren mit dem Fahrrad. Bisschen schneller. Dankeschön. Hier müssen wir mit Vollgummi drüber. Kriegen wir das hin? Ja, nicht mit der blöden Stufe. Juhu! Oh, da oben sind TMs. Da oben ist doch bestimmt eine gute TM. Die holen wir uns. Scheiße. Juhu! Ach, so müssen wir das machen. Wir müssen... Warum denn? Wegen einem Quiekel, Dialga? Musst du uns stoppen? Folgendes. Dialga bekommt jetzt das Schutzband anstelle vom Adamant-Orb. Einfach nur. Nein, nicht das. Hä? Ich bin anscheinend blöd. Hä? Wo ist denn das? Das hat irgendjemand anders wahrscheinlich, oder? Moment, stopp. Es hat Fire Dog. Fire Dog hat es doch. Hier, du kriegst mal... Nee, du kriegst noch nichts. Moment, stopp. Ich habe eine Idee, was ich ihm erstmal gebe, weil es mir gerade einfällt. Wieso gebe ich ihm denn nicht? Wo ist es denn jetzt? Oh, ich hatte es doch gerade. Dieses... Das da. Er hat doch eine Geistattacke. Dann gebe ich ihm die doch lieber. Ja. So, du kriegst jetzt das Schutzband, einfach nur, weil ich keine wilden Pokémon sehen möchte. Oh, dankeschön. Ja, tausch aus. Wir dürfen nur nicht vergessen, das dann zu tauschen. Ich werde es vergessen. Okay, Top-Ether nehme ich auch sehr gerne. Das nehme ich wirklich sehr gerne. So, wir müssen da runter. Wir müssen diese Trainerin leider bekämpfen. Wahrscheinlich, oder? Geh mal weg vom Fahrrad, bitte. Weg. Danke. Wie machen wir das? Genau so machen wir das. Ah, Freunde, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, Tobutz könnte sehr wichtig... Ja, ist klar. Spart euch alles auf für die schwierigen Kämpfe. So, ist hier Antikraft nicht gut? Gut, dankeschön. Zieht trotzdem sau viel, aber das war ein Volltreffer. Jetzt haben wir natürlich nicht den Adamant-Orb, ne? Aber Antikraft gehört ja auch nicht zu den Attacken, die es stärken soll. Sehr gut, habe ich doch richtig geschätzt. Die Hälfte. Dankeschön. Sehr nett. Warum rede ich so leise? Nochmal bitte. Oh, Gott sei Dank. Warum zieht es nicht... Oh, wollt ihr mich eigentlich? Sorry. Ah, mir fällt gerade auf, ich habe nicht die richtige... Ich mache kurz einen Cut, weil ich habe hier nicht das richtige Aufnahmeformat. Also ihr seht, ihr werdet mich gleich anders sehen als gleich. Das war knapp. Bis gleich. Eine Sekunde. So, jetzt dürftet ihr mich wieder richtig formatiert sehen. Ihr müsst wissen, ich nehme bei sowas nicht den ganzen Bildschirm auf, sondern nur einen Teil des Bildschirmes. Aber die Standardeinstellung ist, dass... Ich habe das Pokémon nicht gesehen. Die Standardeinstellung ist, dass er den ganzen Bildschirm aufnimmt und jetzt, das will ich einfach nicht, sonst sieht es blöd konvertiert aus, formatiert, wie auch immer. Ich habe leider das Pokémon jetzt nicht gesehen, Gott sei Dank. Freunde, wir hätten fast unser Dialga verloren, weil es Rayquaza einfach trotz... Ey, es war ein Volltreffer, aber was zum Teufel? Ich glaube, ich werde bis Level 55 trainieren müssen, oder? Ja.
Aufgrund dieses Ereignisses werde ich selber bis Level 55 trainieren. Ich nehme dadurch wahrscheinlich noch eine Stunde mehr Training in Kauf. Ich muss es aber machen, Freunde. Ha, du Lusche! So. Hä? Okay. Freunde, ich sitze hier auf glühenden Kohlen. Ich habe richtig Schiss, wenn selbst unser bestes Pokémon struggelt. Okay, ein Pokémon haben wir noch. Ich hoffe, wir... jetzt habe ich nicht mehr gemerkt, wie lange ich schon aufnehme. Ich glaube, so 10 Minuten oder so. Freunde, ich hab Schiss. Ich hab Schiss. Hibiskus. Aber... Dialga fast verloren. Wie soll ich denn das meinen Enkeln erklären, wenn selbst mein stärkstes Pokémon fast kaputt geht? Gut, Libiscus, Mother, bitte, Wutanfall. Pass auf, jetzt ist es verwirrt, ich sag's euch. Ach, Gott sei Dank, ich liebe es, wenn ich mich mal positiv irre. Wutanfall, wir sind sauer auf diese Scheiße. Okay. Bitte nicht verwirren, ich will diesen Kampf einfach nur hinter mir haben. Ja, danke. Uah! Gibt's irgendjemand von euch, der die Siegesstraße mag? Ich weiß, da gibt es starke Pokémon, aber mögen diese Scheiße... Oh, ein Corazon. Corazon. Ich habe schon mal so ein Pokémon verloren. Ich will nur fliehen. Ich habe nur Angst, dass Fliehen nicht geht und dass Corazon hier irgendwas Ekliges macht. Genau sowas, und das hätte wehgetan. Wahrscheinlich. Bitte fliehen. Dankeschön. Ihr macht mich alle fertig und mit ihr meine ich diese scheiß dreckige Arena hier. Höhle. Mann, ey. Hört doch auf damit. Ihr habt doch nur ein Herz und daran häng ich. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ich werde mich noch so mit Kraftwurzeln voll kaufen. Und Top-Genesungen, die braucht man auch manchmal. Sag mal, wirkt Top-Schutz nicht? Aber es wirkt doch, ja, geil. Scheiße. Wir müssten eigentlich Dialga nur ein Level erhöhen, dann wäre es schon wieder weg. Nein, bitte nicht, bitte lauf vorbei. Oh, oh, nein, ich will doch nicht mehr kämpfen. Ja, hör auf! Jetzt bist du wie so ein Vorbote des Teufels und der Teufel ist Top 4. Das ist ein sehr starkes Gen 3 Pokémon. Mit dem Level sicherlich. Dialga, wie wär's mit Gestein? Obwohl, Gestein bringt nicht so viel, oder? Mach einfach. Wirf ein paar Felsen auf ihn. Ja, scheiße. Boah, krass. Bitte nicht. Oh ja, ja, Mother, das gefällt mir. Du fängst nicht an, Mother, aber ein Zertrümmerer reicht dir ja sowieso. Und schrecken wir zurück. Nein, Bams. Yeah. Das war's mit dem Voltenso, ein sehr schönes Pokémon an dieser Stelle. Ein sehr starkes Gen 3 Pokémon, darf man nicht... Giratina, ja, ich war... Oh, shit! Na, das hat mir noch ge... Sag mal, wie viele Legendary-Pokémon haben diese Trainer? Das ist doch ein Komplott. Zuschauer, ich habe euch in Verdacht. Ihr wollt mich doch nur ins Irrenhaus schicken. Und die stehen schon vor der Tür. Ich habe die Türfabriker, die hat Level 48er Giratina. Ich brauche den Spuckball.
Ich brauche ganz dringend den Spuckball, den wir zum Glück mittlerweile verbessert haben. Bitte die Hälfte. Hätten es vergiften sollen, oder? Ist es eigentlich nur ist es nur Geist oder irgendwie auch Psycho oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich hätte Toxin einsetzen sollen. Müssen. Schnell! Ups. Sorry für den Schreier. Ich bin völlig fertig. Mir macht diese Siegestraße schon so sehr zu schaffen. Einfach weil die Trainer so un... Wisst ihr, ich glaube genau das ist es. Hey! Was ist das für eine Attacke, Freunde? Was ist denn... Das ist keine lustige Attacke, glaube ich. Ich bin ja am Verzweifeln! Wie wär's mit noch krasseren Legendary Encountern? Der ist doch auch Drache, oder? er greift als Erster an, wenn ich das gewusst hätte. Oh, geil, es zieht Kommas ab. Praktisch. Kann dieser Kampf bitte rumgehen? Ich bin ultra nervös hier. Toxin geht daneben. Übrigens das erste Mal, dass Toxin daneben geht in dieser Nuzlocke-Challenge. So, jetzt folgendes. Wenn jetzt noch ein Legendary kommt, dann gibt's kein Halt mehr. Das kann es doch nicht sein. Ich kriege hier sowas von den Arsch aufgerissen. Und dann... Hey Mann, dann werfen sie mit Ziegelstein dann in den aufgerissenen Hintern. Es ist unfassbar. Das ist doch nicht normal. Was habe ich denn verbrochen? Habe ich eine Bank überfallen? Habe ich irgendwie eine Postkutsche überfallen? Was ist denn hier los? Energiestaub, ja, danke. Da wäre ich nervös, meine Freunde. Da wäre ich sehr nervös. Da oben ist dieser Opa. Hä? Ach so. Was ist denn da hinten? Ein Ball? Man sieht es nicht. Gut, weg von diesem Opa da. So, wo geht's lang? Da unten wäre Kraxler-Time. Ah, da unten ist so ein komischer Ninja-Typ. Schwarzgurt oder sowas. Aber gegen den müssen wir kämpfen. Oh, Freunde, ey, das ist echt nervenaufreibend. Das ist sehr, sehr nervenaufreibend. So, nochmal. Lass diese Legendary weg. Danke. Ja, wieder dieser komische LKW, den ich anspringt. Ja, das ist auch wieder ein krasses Level, ey. Fuck you, Mann. Ah, das ist kein Problem, denn wir wechseln nun zu Mohun. Freue ich mich, wenn Mohun Erdbeben erlernt. Das wird nämlich richtig schick. Ich muss unbedingt aufpassen vorm Trainieren, dass ich folgende Gefahr... Sagen wir mal, ich trainiere jetzt mit Mohun und er sagt, er will Erdbeben erlernen, aber ich habe da immer noch den Zertrümmerer drin. Oder halt, ja gut, ich würde es für Schlammbombe machen, aber wenn ich irgendwie eine VM dazwischen habe, dann wird es schwierig. Machen wir Kaskade, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Bams. Schön. Das wird nicht reichen, oder? Es reicht. Gut, dass nicht die danach die Stufe war. Diese Hypothermus oder sowas. Die ist brutal. Fire Dog ist auf Level 444. 440 wäre zu hoch. So, wieder der Switch. Ich hoffe, ich nehme hier den richtigen Gang, der zum Ausgang führt. Bitte. Ja, weg mit dir. Wir müssen surfen. Oh nein, ich erinnere mich an diese Gegend. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Ja, paradox, oder? Ich erinnere mich an diese Gegend, aber ich habe keine Ahnung, wie es lang geht. Ganz große Spitzenklasse. Hurra! Drachenklaue, bitte. Oh, ist das ultra nervig, ey. Ist das ultra nervig. Gut, das macht zum Glück nicht so viel. Es verwirrt uns hoffentlich auch nicht. Gut, Dankeschön. Wenn ein legendäres Pokémon, was die Zeit kontrolliert, verwirrt ist, dann wäre das, glaube ich, nicht so gut. So. Vielleicht kriegen wir Timekeeper irgendwie noch ein Level up. Ein Level hoch, das wäre gut. Bei dem Gegner ist es wahrscheinlich ein Traumagil. Das gefällt mir nicht. Aber Geist kann uns ja nicht so viel anhaben. Wie wär's mit der Drachenklaue? Nein, Groll macht doch die... Richtig, es macht die Attackepunkte geringer. Geil. Schön. Einmal noch. Bitte nicht erschreckt sein. Ganz cool, Timekeeper. Ganz cool. Schreckt zurück. Oh, ging die Psy-Welle daneben? Das tut mir aber leid, du Scheißviech. Weg mit dir. Finish him. Ein Traunvogel hatte ich, glaube ich, in der letzten Undersock-Challenge. Hat mich auch sehr lange begleitet. Level 48. Schick. Tschüss, Verena. Lass mich bitte allein. Allein. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ehrlich nicht. Da ist ein Wasserfall. Den gehen wir mal hoch. Wir müssen diese Trainerin auch besiegen, oder? Leckt mich doch mittlerweile alle am Arsch. Ich glaube, ich werde nur gegen wilde Pokémon trainieren, die zwar nicht, wo es zwar länger dauert, aber ich habe weniger Gefahr zu verrecken. Dankeschön. Drachenprofi, ja, Gott sei Dank. Heißt der nur so. Zen-Kopfstoß, ein dämliches Insekt. Reicht das bitte? Kann ich bitte meinen Weg weiter fortführen durch die Grotte des Todes? Scheiße. Ich habe nicht mehr viel. Oh, Risikotackle, da bist du aber mutig, mein Freund. Das war's. Diese Trainer hier, die machen mich alle fertig. Nicht positiv fertig. Es gibt kein positives Fertigmachen. Weiter geht's. Ja. Hauptsache kein Ball. Ich will keinen Ball, ich will hier raus. Jetzt da schon wieder so ein alter Mann. Ah! Das erhöht die Volltrefferrate, habe ich das richtig in Erinnerung? Quote, Rate, wie auch immer. Ja. Wüsste jetzt nicht, wem ich das geben sollte. Vielleicht. Nee, wem soll ich das geben?
Was gibt's hier? Ein Gegnerkampf. Was? Was willst denn du? Hä, wie kommt man denn da rein? Muss man dafür erst die Pokémon-Liga besiegen oder sowas? Ach shit, wo geht's denn jetzt hier weiter? Werde ich wohl den alten Mann bekämpfen müssen. Auf geht's gegen den alten Mann. Ah, ich hoffe einfach nur, es kommt jetzt wieder nicht so ein scheiß Legendary, was uns wieder vollkommen kaputt haut. Okay, das ist in Ordnung. Ich habe nur leider nicht mehr so viele Attackepunkte für Drachenklaue, was ich immer sehr, sehr gerne benutze. 3. Reicht genau für diesen Trainer. Wenn die Pokémon auch direkt dann kaputt gehen. Das zumindest. Wie wäre es mit dem Bisaflor mal oder so? Smogmog! Smogmog! Aber Smogmog hat Explosion, oder? Bleib da, Timekeeper. Jetzt möchte ich diesen noch nicht eingehen, das Risiko. Zudem hat Magier leider noch keine Psychokinese, die es unbedingt braucht. Es wird doch nicht viel abziehen, oder? Also nicht alles. Dankeschön. So, und jetzt bitte ein Pokémon, wo ich wechseln kann, weil nach Zeitenlärm muss er sich kurz ausruhen. Ja. Hier. Mother. Endlich haben wir den Encounter, wo Mother effiziente Wutanfall erlernen kann. Einsetzen kann. Erlernt hat es ja schon. Hallo, Zedraking. Long time no see. Okay, Agilität. Das ist mir sowas von recht, das glaubt ihr gar nicht. Glaubt mir gar nicht. So, dann mach mal den Wutanfall. Was sollte das? Passt, in der nächsten Runde ist es down. Lag es unangenehm zum jetzigen Stand. Aber nichts unangenehm für unser Mother. Wow! Sollte ich wirklich nur gegen Drachen-Pokémon einsetzen? Sonst könnte es gefährlich werden. Schön. Gut gemacht. Gut gemacht. Da kriegst du auch 2000 EP gefühlt. 1995! Da bin ich geboren. Ich glaube, da oben ist die letzte Trainerin, oder? Ja, das ist die letzte Trainerin, glaube ich. Und dann kommen wir zum Exit. Und das ist sehr gut. Dann machen wir diesen Kampf noch. Dann werde ich nur ein kleines Stück gehen, weil ich weiß, dass Gary auftaucht. Oh Mann, und das wird nicht lustig. Ich könnte ja Magier eigentlich gegen sein... Nee, ich setze Tobutz ein gegen sein Hariyama, was es ja immer noch hat. Hallo, Dicta. Das erste Dicta, glaube ich. Ein Dicktri haben wir schon mal gesehen. Nee, ein Dicta haben wir schon mal gesehen. Nee, ein Dicktri haben wir gefangen. Ja. Ach, Firedog, du fängst an. Oh, freut mich das? Weiß ich nicht. Dass es der Feuersturm trifft, das freut mich. Aber es sollte... Die Defensive sollte gering genug sein, dass ich es direkt down habe. Exakt. Kommen nur noch ein paar Pokémon, dann der Rivalenfight. Dann habe ich erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Ogelin. Es ist nicht optimal, das ist mir bewusst. Ich hätte Mother einsetzen sollen. Ich habe halt nicht mehr so viele Attackepunkte hier. Ja, mach die Drachenklaue, ich will dieses Viech wegbekommen. Ja, du kannst gerne deine Agilität machen mit deinem komischen... Was auch immer du da hast, eine Schwimmweste oder sowas. Oder Schwimmbrett. Bitte die Hälfte. Schön. Nochmal und dann ist Finish. Ja, den kann er gerne machen. Das ist mir wurscht. Das zieht nicht viel ab. Yeah, yeah, yeah. Drachenklaue. Vielleicht benutzen wir auch eine kleine Äther. Vielleicht haben wir eine Beere, die uns ein bisschen Attackepunkte gibt. Das wäre auch gut. Ich bin völlig fertig.
Ich bin wirklich fertig, ey. Wir hätten fast in dieser Folge Dialga verloren. Dialga. Janma, bleib da. Mach. Ah, es hat nur noch Janma. Sehr gut. Mit Antigra. Wie kann man denn nur so nerven? Ich bin wirklich mit den Nerven am Ende. Genau, durch Hypnose ein legendäres Pokémon veräppelt. Ja, Temposchub. You know what? Ich muss aber nach dem Kampf direkt es wieder von seinem Schlaf wieder wegbringen. Weil, nicht, dass ich dann Gary mit einem schlafenden Ding gegenübertrete, das wäre schlecht. Kann ich jetzt bitte diese Folge beenden? Ich bin so fertig. Ich bin wirklich fertig. In der nächsten Folge, die wird wahrscheinlich, wie mache ich denn das? Die wird wahrscheinlich relativ kurz, weil ich ja dann nur noch eigentlich gegen Gary kämpfe. Ja, und dann werde ich trainieren. Dann wird die nächste Folge wahrscheinlich nur, wirklich nur recht kurz. Obwohl, ein paar Trainerkämpfe machen wir dann nur den Rest, dann werden wir dann in der... Also, das heißt, es gibt noch 3 Folgen. Also diese hier, dann die nächste und dann die letzte. Mehr gibt's nicht mehr. Krass. So. Ich habe dran gedacht, Freunde. Keine Sorge. Ich gebe ihm meine Äther. Ich will ihm... Das ist mir jetzt wurscht. Hier. Drachenklau, wir brauchen diese Attacke. Ja, mach einfach. In der nächsten Folge geht es gegen Gary, denn der wird da oben auftauchen. Das habe ich noch im Kopf. Danach werden wir noch so ein paar Trainer bekämpfen. Und den Rest werde ich dann offscreen machen. Dann kommt nämlich mein bis Level... 55. Jedes Pokémon wird auf exakt Level 55 trainiert, so gut es eben geht. Moment kurz. Ja, da hinten kommt er. Das ist mir so, das ist sowas von sicher. So, Freunde, das war's für diese Folge. Ich bin völlig am Ende. Es ist warm draußen. Ich habe Durst. Ich bin einfach nur fix und foxy. In der nächsten Folge werden wir Gary besiegen. Dann werden wir nochmal in dieser Höhle hier nochmal ein paar erledigen, damit die Folge nicht ganz so kurz wird. Und dann kommt die allerletzte Folge im XXL-Format, wo wir gegen die Top 4 antreten und wo ich entweder die Nasok-Challenge erfolgreich beende oder erfolgreich versage. Also, Freunde, macht's gut, bleibt gesund, genießt das schöne Wetter und bis dann.